Metro Redax Folge 11. Wir wurden vom Waffenmeister André hingeschickt, um die Linie zu überqueren, die wir in der letzten Folge ganz schön stark, sehr schön durchkämpft haben. Alles hat wunderbar geklappt. Oh oh, oh oh, ich höre schon jemanden wieder, der da oben rumturnt. Au, au, au! Ich glaube, da oben sitzt auch einer noch. Wow. Wie gesagt, ich geh mal... Wow, 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 wow. Ich bin mal ein bisschen sparsamer mit der Munition, weil wir haben nicht so viel. Jetzt gerade davon. So. Ich muss mir das abgewöhnen, immer dieses Rumgucken um den Bildschirm. Das bringt überhaupt nichts. Hallo? Hier war doch gerade... Hier war gerade eine Anzeige für Munition. Hallo, geh weg, ich schieße die Eier. So. Und hier oben war einer. Zumindest habe ich ihn gehört. Ach nee, der ist ja vorhin runtergekommen, ne? Stimmt ja. Nein, hallo? Nein, lass los. Der hat aber auch eine hübsche Brille, oder? Ja, ja, Jungs, ich weiß, dass ihr da seid. Ich sehe euch. Ich kann euch sehen. Oder zumindest den einen. So, damit haben wir die Linie auch so gut wie es geht. Hm, hübscher Grill. Erledigt. Wir können auch direkt hier weitergehen. Ich frage mich, wofür das, wie gesagt, das Nachtsichtgerät ist, weil ich finde es ja eigentlich relativ hell. Bei euch wird es wahrscheinlich wieder relativ dunkel sein. Ich werde ja immer bei der... Oh, 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 bei der Aufnahme. Ich kann jetzt nicht nachladen, bist du verrückt? Nein, jetzt bleiben die auch noch stehen. Wollen die mich verarschen? Alter, was ist das denn? Nie im Leben, im Leben nicht. Im Leben nicht. Wollt ihr mich veräppeln? Ja, sicher, natürlich. Yeah! Aber wir sollten mal ganz schnell uns ein Medipack nehmen. Gott sei Dank. Jetzt müssen wir natürlich aufpassen, wo wir jetzt auch hingehen. Oh, hier sind so viele Wege. Ich weiß gar nicht, wo lang. Mann, ist das spannend. Spannender geht's überhaupt nicht. Hier kommen doch wahrscheinlich gleich wieder Fahrzeuge angefahren. Ich sehe es doch schon wieder kommen, bildlich vor mir. Ich sehe es vor mir. Wer schreit denn da? Wer spricht denn da? Und warum ist hier alles rot? Willkommen im Puff Piano. Entschuldigung. So. Haben wir irgendwas zum Sammeln? Ihren Spind zum Öffnen? Nö, natürlich nicht, ne? Können wir denen nicht einfach den Saft abdrehen? Dann haben die keinen Strom mehr. So. Kuckuck! Ja, sehr schön. Sehr schön. So. Vielen Dank. Nichts zu danken. Ich habe gehört, dass ein Ranger in der Nähe ist. Gute Arbeit. Ich werde nicht fragen, was dein Auftrag hier ist. Wir gruppieren uns neu und ziehen uns zurück. Alles klar. War mir eine Ehre, dich zu treffen. Aber und vielen Dank. Nichts zu danken. So, hier können wir nichts einsammeln, warum auch immer. Hier können wir Messer, aber ich habe 5 und hier kann man runter. Es ging aber auch oben lang. Ich kann mich nicht entscheiden. Wo gehe ich denn lang? Gehe ich oben über die Schienen oder gehe ich jetzt durch die Kanalisation hier unten? Oder ist es nur für die Typen hier? Hauptsache erstmal hinsetzen, genau. Gerade aus der Gefangenschaft gekommen, erstmal hinsetzen. Hier wimmelt es ja nicht noch von Gegnern, genau. Wir haben ja Zeit. Okay, gehen wir mal durch die Kanalisation.
Huch, der geht aber ganz schön fix die Treppen runter. Die Leiter. Okay, die Pfeile zeigen in die andere Richtung. Ich möchte trotzdem mal hier gucken. Okay, ist zu. Wer hätte das gedacht? Noch geht's uns gut, noch fängt er nicht an. Naja, das war ja mal gar nichts. Das war ja mal so gut wie gar nichts. Anstatt dass er fragt, hör mal, wollte mich begleiten oder so, ey, dann haben wir mehr Chancen. Nein. Ah, jetzt ist hier Licht aus. Jetzt werde ich mal mein Nachtsichtgerät anschmeißen. Ha, ganz klug. Yeah. Willkommen bei Outlast Nummer 2. Gleich kommt das Merkel. Ich sehe es schon. Pie. Muss mal einen Schluck Kaffee trinken, sonst ist er gleich kalt. Und warum flackert das so? Muss ich das auch aufladen? Kann das sein? Ich werde es mal eben ausprobieren. Tatsache, ich muss es auch aufladen. Das gibt's doch gar nicht. Das heißt, ich stehe irgendwann im Dunkeln da, wenn ich nicht aufpasse. Ist es jetzt wirklich hier so dunkel? Jo. Ja. Mann, ist das cool. Das ist so spannend gerade. Vor allem schön Strom ausgemacht. Das heißt, die anderen sehen nichts, wenn die kein Nachtsichtgerät haben. Mann, ist das geil. Hat sich definitiv gelohnt, das Spiel. Und ich freue mich schon auf Last Light. Wenn Metro 2033 schon so geil ist. Von der Story her. Okay, unten ging es auch nicht weiter. Ich frage mich, warum. Ah, wahrscheinlich wegen dem... MG, was auf den Schienen gefahren ist, konnte man wahrscheinlich dann da unten reinklettern, wenn man schneller gewesen wäre. Aber ich habe es dann da hinten erledigt. Ach, da hinten turnt einer rum. Da läuft einer. Der guckt aber genau in unsere Richtung. Das ist natürlich schlecht. Das heißt, ich werde mal... Ich verwechsel immer. Ich drücke immer das Digipad nach rechts. Der guckt aber immer noch in unsere Richtung. Ne, kann das sein? Geh weg. Geh weg. Geh weg. Gibt's doch gar nicht. Weil ich will den jetzt nicht unbedingt sofort erledigen, weil dann ist sofort wieder aufbrausende Stimmung da im Lager. Die aufbrausende Stimmung. Party all the time, party all the time. De. Gibt's doch nicht, der soll abhauen. Geh weg. Ist denn sowas möglich? Ach, jetzt hat er sich umgedreht. So. So, jetzt schnell hin und ihn dann erledigen. Oh, oh. Nein, 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 nein. Du hast mich nicht gesehen. Du hast mich nicht gesehen. Geh weg. 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 Das ist die verdammte Zukunft. Ja. Ziemlich wahrscheinlich, dass ich mir jetzt eine Erkenntnis verwende. Oh, 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 oh. Bitte lass den anderen das nicht gehört haben. Bitte nicht, bitte nicht. Bitte lass die anderen das nicht gehört haben. Anscheinend haben sie es nicht gehört. Das ist schon mal sehr gut. Mal eben das Nachtsichtgerät abnehmen, um so ein bisschen mal Kontrolle drüber zu bekommen. Okay, der guckt anscheinend nicht zu uns. Wäre mal das bisschen ruhiger angehen jetzt. Oh doch, der guckt zu uns. So eine Scheiße aber auch. Warte mal, Moment, warte mal eben, pass auf, Achtung, warte. Warte, 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 warte. Ah, die haben uns gesehen. Nein! Wie dämlich ist das denn? Och, Leute. So, was mit dem da hinten? Kann man den... Wo ist der hin? Ist der mal eben Pipi machen gegangen? Da, 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 da. Wie hohl ist das denn? Hallo, nimm das Messer. Nein. Oh nein. Messer kaufen kann man nicht, ne? So eine Scheiße aber auch. Also noch sehen sie uns nicht. Ich könnte jetzt echt gut Messer gebrauchen, ey. Die sind echt taktisch klug.
Gut, müssen wir das anders machen. Müssen wir halt... Ich könnte ja darauf gehen. Schauen wir mal, wo das hingeht. So, jetzt sehe ich natürlich nichts. Und weil sie nichts sehen, sehen sie morgen. Aha, okay. Ach, da kann man dann hier drüber. Ach so. Ich hoffe, die sehen uns nicht. Dann müssen wir dann zusehen, dass wir demnächst dann wieder Messer bekommen, weil das ist sehr, sehr... Boah, die Musik, ne? Die ist ja mal sowas von Porno. Da könnte ich jetzt voll drauf abgehen. Ihr seht mich nicht. Ihr seht mich nicht. Ihr seht mich nicht. Wo zum Teufel versteckt er sich? Hey, du hast mich nicht gesehen. Was haben wir hier? Oh, Granaten. Aber die können wir nicht einsammeln. Okay, Feuergranaten oder Brandgranaten, die haben wir schon. Munition ist immer gut. Und ein Helm mit R drauf. R bestimmt für Richard. Richard. Richard Metro. Ich hoffe, da unten steht jetzt niemand, weil das wäre jetzt echt peinlich. Ja, natürlich, war ja klar. War ja klar. Das ist ja... Das war ja klar. Das war so klar, das hat so schön geklappt. Ich habe auch nicht das Licht ausgemacht vorher hier. Das war so klar. So klar wie die Kloßbrühe. Ich glaube, wir müssen da oben lang, ne? Kann das sein? Ich werde mal hier lang fitschen. Ja, wir müssen hier lang. Oh, nee, oder? Nee. Haha, fit, fit, fit. Ich hoffe, die von hinten kommen jetzt nicht. Von hinten? Von hinten, na, mein kleiner Freund. Sollen wir mal von hinten schießen? Mein Gott, nee, beweg dich doch mal. Aua. So. Steht da einer? Sag mal, tretest du mir nochmal ins Gesicht? Ist was los, ja? Fang mal nicht hier an, zu übermütig zu werden, ja? Also, ich, das ist jetzt hier gleich Achterbahn. Ich meine, ist so schon Achterbahn. Ich werde mal eben meine Dings nachladen. Meine... Wow, 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 was? Dafür. Haha, dafür wirst du was. Ich wollte dich nicht ausreden lassen. Nein, das sieht alles so toll aus mit dem Nachtsichtgerät, aber auch... Mal ein bisschen Lämpchen anmachen, mal weg mit dem Nachtsichtgerät. Das hat super funktioniert, finde ich. Das kann man mal häufiger probieren. Und wir brauchen natürlich noch Messerchen. Dann müssen wir gucken, dass wir gleich noch ein paar Messerchen finden. Geht das jetzt weiter mit dem Sneaky Sneaky, oder? Okay, das haben wir schon. Was ist hier mit dem Munitionsrucksack? Ne, okay. Da ist eine Tür. Ich schätze mal, da geht's weiter. Was ist denn das? Sieht aus wie Autoteile. Die haben sich auch aus jedem Mist haben sie sich was zusammengeschustert. Ne? Ideen werden hier immer wieder sehr schön... Ach, das ist von den alten... Ach, das sind diese... Wie nennt man die Dinger nochmal? Das ist doch von den alten... von den alten Zügen. Ist das nicht von den alten Zügen? Diese von den Dampfloks? Die vorne an den Rädern immer dran hingen? Die immer so... Tsch, tsch, tsch. Ich weiß gar nicht, wie nennt man diese Dinger eigentlich? Haben die auch einen speziellen Namen? Ich komme gar nicht drauf. Weil ich denke mal schon, dass sie einen Namen haben. Okay, hier sind Scheibenwerfer. Da hinten liegen Leichen. Ganz viele Leichen. Hört sich so an, als ob da noch einer lebt. Oh! Ein Medipack, sehr schön. Und ein Metrobuch, was wir mal ganz schnell lesen werden. So, Eintrag 1. Für die rote Linie gibt es keinen schlimmeren Feind als das Reich. Die sagen, sie würden seit 100 Jahren schon Krieg führen. Verschiedene Nationen, wie von Dämonen angetrieben, entscheiden sich in den Konflikt... In diesem Konflikt für eine Seite und manchmal, wie in der Metro, teilen sie sich auf und kämpfen, bis beide Seiten vernichtet sind.
Das Reich soll das genaue Gegenteil der roten Linie sein. Aber warum sieht alles so gleich aus? Armut und Hunger, Zwangsarbeit und endlose Kundgebung des gefesselten... Nee, des Gefasel. Des Gefasel. Des gefesselten, lol. Des Gefasel der Politiker und leere Augen des Pöbels. Sie benutzen oft Wahlsprüche und was man hier gesagt bekommt, kann man auch nicht anzweifeln. Die glauben hier jedoch an etwas anderes. Angeblich reicht es, alle Mutanten auszulöschen, damit sich die Dinge auf magischer Weise wieder richten. Diese Faschisten sind alle für genetische Reinheit. Und da die Norm von den Politikern definiert wird, kann jeder zu Mutanten erklärt werden. Ich bin ein Mutant. Es sind die Sturmtruppen, die letztendlich entscheiden, wer lebt und wer stirbt. Und dieser Kampf kann ewig dauern. Und Spione werden auf derselben Weise behandelt wie bei der roten Linie. Daher darf ich mich nicht erwischen lassen. Erwischen lassen, das ist ein guter Stichpunkt. Die sind aber alle schon tot, ne? Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh Mann. Kann ich da von der anderen Seite vielleicht mal rein? Nee, bestimmt nicht, ne? Nee. Mann, ihr armen Schweine. So, mal eben ganz schnell die Batterie auffüllen. Das ist so geil. Das ist so geil. So. Okay. Wie, du entkommst hier nicht? Oh, gehen wir mal schnell durch die Tür. Achso. Die Tür wieder zumachen? Nee, natürlich nicht. So. Der Flur des Todes. Jetzt hier. Dann schauen wir nochmal. Huch! Was? Alter, geh weg! Oh, nicht erwischen lassen, ne? Hieß es gerade noch. Mhm. Hab ich gesehen. Als ich wieder zu mir kam, verlor ich jede Hoffnung. Gefangene wurden hier für Sklavenarbeit oder Zielübungen benutzt. Ach du Scheiße, ich will aber keine Zielübung sein. Wer will schon Zielübung sein? Warum sollten wir zögern? Lasst uns diesen roten Spion abknallen und fertig. Guck, wie du aussiehst, Fischauge. Sollen wir nicht lieber den Sicherheitsdienst rufen? Es wird ewig dauern, bis sie hier sind. Und wer passt bis dahin auf das Schwein auf? Ah, seid ihr hässlich? Es gab schon mal schönere Masken. Aua! Aua! Gutes Argument. Also gut, du roter Abschaum. Bete zu deinem Marx oder sonst wem. Ja. Okay. Was muss ich tun? Um Gnade winselst, überlegen wir uns vielleicht, ob wir dich schnell töten. Okay. Wow! Alter, was ein geiler Sprung. Den kennen wir doch, oder? Eine Sache liebe ich bei den Bösen. Es gibt immer viel zu diskutieren, bevor sie den Abzug drücken. Ach nee, der sieht nur fast so aus wie der eine da am Anfang. Der hat auch so einen Schnurrbart gehabt. Ja. Du bist mir was schuldig, Junge. Du siehst nicht wie ein Roter aus. Wer zum Teufel bist du? Das ist Hunters Zeichen. Ich bringe dich besser zu Miller. Egal wie die Nachricht lautet, hebe sie für ihn auf. Er bringt mich zu Miller? Cool. Dann ist das Spiel schon durch. Ja, wir haben es geschafft. Innerhalb von 11 Folgen. Wie cool ist das denn? Gehen wir zu dem Panzerwagen. Hanulu-Panzerwagen. Das ist ja der Plan. Du bringst ihn mit dem Panzer. Ja, wie es da weitergeht, seht ihr in einer weiteren Folge und dann geht's spannend weiter. Vielleicht finden wir ja doch endlich den Miller, den wir ja suchen. Schauen wir mal. Also, bis dann. Ciao.